Herzlich willkommen zu Servarium, ein Spiel, was der Skulder und ich vor... Wann war das? Sehr langer Zeit. Ja, sehr lange Zwei Zeit. Zwei Jahre, drei Jahre, wenn nicht sogar. Ja, sehr, sehr lange Zeit gespielt haben. Es ist ein Free-to-Play-Shooter in der postapokalyptischen Zeit. Und ja, wir haben es aufgehört zu spielen, weil es extremes Pay-to-Win war, also geworden ist. Und die haben Updates rausgehauen und dann irgendwann war alles so unausgeglichen. Andere Leute waren extrem stark, du hattest keine Chance mehr. Die haben alle so OP-Rüstung und OP-Waffen gehabt. Und an die Map kann ich mich auch noch erinnern. Köln. Ja. Ja, da gibt es verschiedene Spielmodis. Es wurden viele Updates rausgebracht. Einige zumindest. Viele würde ich jetzt nicht da schreien. Es gibt jetzt auch einen Koop-Modus. Genau, Koop-Modus. Also, wo man gegen KI-Gegner vorgehen kann. Genau, und ja. Sonst haben wir es ein bisschen ausprobiert. Wollen es zumindest noch ein bisschen ausprobieren. Und gucken, ob es sich ein bisschen gebessert hat. Auch vom Spiel mechanisch her. Also so von der Gleichmäßigkeit. Also, dass die Teams ausgeglichen sind. Weil das war früher echt ganz, ganz schlimm. Wirklich schlimm. Ja, ja, ja. Und früher war das Problem, es waren relativ viele Bots noch dabei, aber jetzt, ja. Bis jetzt geht's noch. Also bis jetzt ja. Haben wir keine Bots. Genau. Ihr habt. Ach, die Map, ah, da hätte ich gerne meine Sniper gehabt. Da war ich richtig gut mit der Sniper. Das weiß ich noch. Ja, ich habe jetzt auch wieder Waffe gewechselt. Maschinenpistole ganz nett, aber ich glaube, bin jetzt ganz froh, dass auf der Karte keine Maschinenpistole. An sich Schuss. Und es gibt hier Anomalien. Das ist von den Machern von Stalker, beziehungsweise. Ich weiß, ja. Doch, ja. Nicht ganz. Also. Ich glaube, ein Entwickler von Stalker ist auch Mitentwickler am Spiel. Oh, oh, ist getroffen. Okay, warum? Hallo, irgendwie. Wow! Shit! Jetzt bin ich jetzt gerissen. Oh, da war er schnell tot. Kopfschuss, okay. Krass. Was hast du jetzt hier eine. Die Gegner sterben einfach mal so schnell. Da ist nochmal ein Gegner irgendwo. Minimap angezeigt worden. Die sind alle so ein bisschen am Zug. Oder im Zug. Nicht, dass jetzt hinter uns da jemand. Ja, eben, da hab ich auch ein bisschen Schiss drauf. Bleib du mal stehen, ich geh mal ein bisschen in den Richtung Zug. Der erste FC Köln. Oh nee, da bildet sich gerade eine Anomalie. Bin weg, ciao. Ach. Verliert man Leben, wenn man zu nah an der Anomalie ist. Ja. Lol. Da hinten ist ein Gegner auf dem Berg gewesen, den habe ich gut getroffen, aber nicht gekillt. Also der weiß, dass wir da sind. Da! Rechts von dir! Gut. Oh shit, da waren zwei Leute gerade. Ah, irgendwie ist es doof, wie wir hier sind. Ich hänge. Ja, raus hier. Ja. Ah, ich muss mich. Okay, das Heil hat sich gerade erledigt. Lol, er hat uns beide gekillt. 4 HP hat er noch gehabt. Ja, ich wollte. Ja, die Waffe, die ist scheiße stark, die er hat. Das war aber auch Lack, wie Lack die Leute manchmal haben. Das ist mit allen Shootern. Und ich lauf bei dir. Ich lauf. Während er auf mich schießt. Ja, Schuss fällt. Er schießt schon und ich lauf raus, ne? Ja. So dumm einfach. Oh, da hinten ist ein Sniper. Geradewegs rüber ist ein Sniper. Gegen den will ich mich jetzt nicht umlegen. Ja, dann läuft er mit einer Schrotflinte rum, glaube ich. Ja, der läuft komplett ohne Rüstung. Alles klar. Der Sniper ist, glaube ich, weg. Ich bin mir nicht sicher. Und man merkt auch, die meisten Spiele sind russisch. Ja, aber das war auch bei den Runden davor schon so, ja. Also. Aber ich mag die Map, also ich finde die Map schön. Ich wünsche mir gerade meine Sniper, ehrlich. What? Holy moly. Ich glaube, die haben bei den Waffen so ein bisschen was geändert. Ich glaube, die verziehen nicht mehr so extrem, oder? Nee, also ich muss ehrlich sagen. Also ich treffe besser jetzt. Ja. Das war früher, war das extrem. Du musstest das Spiel echt können. Weil. Ja. Das hat. Jetzt haben sie es ein bisschen arkadiger gemacht. Ja.
Au, ich habe so ein fettes MG und trotzdem verziehen? Na, fast gar nicht. Oh, das ist eine Anomalie, lol. Ich habe Ivo und Stalker gekillt. Ivo und Stalker. Oh. Ah, ich bin auch gerade vorgerusht und so ein bisschen so. Bitte killt mich. Lol, ich geh gerade richtig ab. Oh, lol. Jetzt nicht mehr. Es ist die Munition ausgegangen. Scheiße. Auf der rechten Seite sind gerade irgendwie wenig. Also auf der linken Mann ist gerade relativ. Alter, ah, scheiße. Er ist in den Zug reingegangen. Ich hab die ganze Zeit überlegt. Dreh ich mich jetzt um, dreh ich mich. Nein, das ist ein Mate von mir. Das ist ein Mate von mir. Ah, okay, aber der kam von der. Ah, fuck. Oh, shit. Ah, scheiß Anomalie. Scheiße, das kann ich so nicht mehr vorbei. Ja, ich weiß nicht, du kannst doch. Kannst du deine Rüstung auf Anomalie machen, ne? Ja. Und dann. What the fuck, überall Anomalien hier. Ich hab gar nichts. Wow. Alter, ich lauf grad voll. Ich hab grad 30 HP nur noch in der. Wie viele Anomalien? Der eine ist gerade gegen Anomalie gestorben. Alter, ich komme hier nicht mehr, komme hier links nicht mehr vorbei über so viele Anomalien. Ultra Bullshit ich gerade. Nein! Ah, Mann! Dass du immer so nach rechts, da ist keiner, guckst nach links, zack, wurdest du nur rechts gekillt. Ach. Oh, ich hätte jetzt gerne einen Sniper. Ja, ich auch. Theoretisch hast du ja einen, ey. Ja, aber ich hab sie nicht ausgerüstet. Der steht einfach schon mal willkürlich nach oben rechts, weil da im sehe ich immer campen. What the hell? What the der hat mich gerade richtig weggeholzt mit der Schiene. Von der Entfernung, die ist unglaublich. Holy moly, Alter! Was war das denn für eine Schrotflinte? Die Remington? Nee, das war. Boah! Alter, ein Schuss! Das waren, keine Ahnung, 25 Meter oder so. Bitte. Oh nein, das ist ein Sniper. Der schaut direkt durchs Fenster durch, das ist so ein. Ganz ehrlich, ich hasse Sniper in diesem Spiel. Ja, weil die sehr stark sind. Ja. Das kommt immer wirklich auf die Map. Und mich nervt, dass ich keinen habe. Lol. Den Typ, den ich mit der Granate getroffen habe, der hat sich beide Beine gebrochen. Der hat mich dann gekillt. Weil ich das gut, also gecheckt, ich bin schon mal nicht stark genug, um eine Anomalie zu entschärfen. Hast du versucht, oder was? Ich schaff's so ungefähr bis 80% und dann ist... Ja, aber ich glaube, jede Anomalie ist auch anders stark, ne? Also die sind naja, unterschiedlich stark. Ich war bei einer grünen. Ich glaube, das sind die schwächsten. Ich glaube, die weiß ist stark. Ach, keine Ahnung. Jetzt war oben auch noch einer. Oh, nee. Ja, das war schon der mich gekillt hat. Noch eine arme Anomalie. Alter, jetzt hörst du mal auf. Wie viele Anomalien gibt es denn hier auf einmal? Ich glaube, die werden von Runde zu Runde immer mehr. Ja, ja, das ist furchtbar, wie die gerade zunehmen. Das ist übelst. Sicherlich gesehen.
durch die Kiste. Da waren ein bisschen viele. Ja, oder gerade noch so einen Kopf erwischt. Mist. Ja, das sind viele, aber das sind... Oh nein, da bildet sich jetzt auch eine Anomalie. Das ist nicht dein Ernst, oder? Oh nee. Da kommen wir gar nicht mehr durch. Ja, ja, das ist super gerade. Also ich... Also im Late Game rentiert sich so ein bisschen auf also auf Resistenz. Ja. Ah nee, den treffe ich nicht. Da gibt der. Nein, 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 nein. Oh, Alter. Anomalie, die habe ich nicht gesehen, weil die hat sich hinter mir gebildet. Ich gehe zurück und dann. Nein, da ist auch eine. Oh nee. Okay, das ist vorbei. Hier kommt man nicht mehr durch. Lol. Ich habe mich durch meine eigene Granate verkrüppelt. Jetzt ja, die ist einen Berg wieder runtergerollt. Wir fallen in die Fresse rein, du. Oh, wie nervig. Nein, 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 da ist noch einer links. Alter, Alter, die haben jetzt voll die guten Karten, weil wir nur noch durch ein oder zwei Wege reinkommen können. Alter, wie mies ist das denn? Hoppa, 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 hoppa. Naja, das ist auch eine Anomalie. Na, noch eine Anomalie. Alter, da irgendwann brauchst du echt einen Typ, der sich um die Anomalien kümmert, ehrlich. Ja, und langsam haben wir. Irgendwie haben wir keinen. Sollen wir kurz nach hinten laufen? Oh, ich wollte eigentlich nach hinten laufen. Das Schöne war, was sie schlechter gemacht haben, früher konntest du zwei Profile machen. Also so, dass du zwei direkt wechseln kannst und unter Klassen. Also so, wie du dein Team ausrüstest. Ja, das gibt's jetzt auch noch. Oh, da ist auch noch eine Anomalie. Nee, es gibt doch jetzt auch. Ja, aber du musst sie kaufen. Und früher war eins. Ja, also früher, zwei. Wir haben es ja früher gekauft. Nur jetzt ist irgendwie zurückgesetzt worden durch einen Update. Wow, what the fuck? Wo war der? Rechts. Oh yeah. Oh, da ist eine Anomalie. Wow! Okay, ich habe gerade gemerkt, jemand hat so eine Anomalie aufgenommen und der ist gerade extrem stark geworden. Der ist, glaube ich, gerade mit doppelter Geschwindigkeit gesprintet. Ach, das bringt noch was? Das wusste ich gar nicht. Ja, ja. Holy shit, der ist gerade richtig abgegangen. Hat auch gerade zwei Leute hintereinander gekillt. Anscheinend bringt es gerade richtig was. Die haben da anscheinend. Nein, 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 ich bin nicht hin, da. Ich bin noch nicht weggekommen. Gecheckt hat, dass ich ein Feind bin. Früher konnte man ja, war ja Teamschuss an, ne? Ist es eigentlich immer noch so? Es gibt immer noch Teamschaden. So. Mhm. Ich dachte, ich habe irgendwas bewegen sehen. Ja. Da ist der einfach hinter uns. Na, lol, nicht ernst. In unserem Spawn. Lol, wie er das geschafft hat, ey. Also manche Situationen verstehe ich immer noch nicht so richtig, wie das... Aber... Alter, warum stirbt der nicht? Ich hab grad alles an, was geht. Oh, sorry. Alter. Ja, oh da war Gott. Einer, der hat mich gejagt. Ach, jetzt hast du mich gekillt? Lol. Ja, weil ich erschrocken bin, weil du auf mich geschossen hast. Oh. Ich dachte, der Typ hat mich gekillt, weil wir haben da voll im Battle gerade gehabt und du bist gerade in den Battle geschehen, reingerannt. Wie schafft er das mit dieser verkackten Waffe so stark zu sein? Vor allem, der hat keine Rüstung. Ne, doch, der hat Rüstung. Aber. Es nervt grad. Nein, das ist da oben. Hey, die sind voll. Durch diese blöden Anomalien kann ich jetzt meine tollen Wege nicht mehr. What the heck, Alter? Die sind alle links da bei uns im Spawn. Was geht denn jetzt ab? Okay, ich merke schon, Kopfschüsse machen richtig fett Schaden. Also die rotzen ja gefühlt alles weg. Okay, wo?
Alter, jetzt läuft's gerade gar nicht mehr. Ich komme nicht mal aus dem Spawn raus. Ja, der hat gerade zwei. Bin nur noch der am steht. Ja, die Gegner sind gerade viel zu stark. Ich komme gerade gar nicht mehr aus dem Spawn raus. Lol. Das geschafft, ehrlich. Gut, die Anomalie, der kriegt man auch nicht weg. Oh Mann, das ist gerade echt nervig. Ja, ich sag, das sind ein bisschen die Anomalien, dass die uns schwach machen, weil wir können nur diesen einen Weg links gehen. Und ich hätte mir einen voller Rotz ab. So, ich lade in den letzten 20 Sekunden jetzt nicht ab. So, einfach warten. Na, kommt er noch raus? Ich hab doch bei einer Weine gesehen. Oh, 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 oh. Niederlage. Nein. No. Okay, okay. Ja, es ist ausgeglichen. Also es wird nie ein Spiel, wo ich richtig gut bin. Ich glaube, da bin ich relativ in Waage, muss ich ehrlich sagen. Also ja, man ist so ein bisschen hin und her. Und auch von Match zu Match anders, weil das. Also anfangs lief es echt gut und ja, zum Schluss raus eher nicht mehr so. Durch die Anomalien, muss man sagen. Durch die Anomalien waren viele Wege abgeschnitten und dann war es kritisch. Du wirst eh der Beste von unserem Team, ne? Komplett. Oh. Okay. Also du darfst gar nicht mal reden. Das halt mal schön in deine Fresse. Alter, der eine. Minus 40 Punkte. Der einzige bei uns, der Premium-Account hat. Aber guck dir mal. Unser Team. Ein Premium-Spieler. 2,14. Gegner-Team. Alle Premium-Spieler bis auf einer. Ne, zwei. Naja. Genau, das ist das Menü. Also wenn ihr ja die anderen Folgen gesehen habt mal, vielleicht das ist schon ewig her, die Qualität. Die sind schon lange, ja. Ja, die Qualität ist auch miserabel. Aber hier, das Menü hat sich ein bisschen geändert, auch der Hintergrund. Und du hast verschiedene Fraktionen, die du auswählen kannst. Und ja, hier ist mein Inventar. Hier kann man so gesagt einzeln ausrüsten, wie so ein Survival-Spiel, dass du einen Charakter hast, den du ausrüsten kannst, wie du willst. Und ja, momentan eigentlich... Genau, Waffen kann man auch modifizieren. Genau, stimmt, wie geht das eigentlich? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Modifizieren. Ah ja, genau. Und dann modifizieren. Aber die ist schon komplett modifiziert eigentlich. Dann gibt es auch Fertigkeiten, kann man hier. Und hier steht Überlebenskünste noch in Entwicklung, aber der stand vor 2 Jahren auch schon da. Also da hatte ich mich jetzt nicht drauf versteifen, dass das irgendwann mal noch kommt. Die machen zwar noch Updates, die sind noch hinter dem Spiel, aber extrem langsam. Also entweder ist es nur ein Entwickler oder zwei. Weil das dauert ist relativ wenige, glaube ich. Lang, weil das dauert wirklich, wirklich lang. Früher hat es mir furchtbar Spaß gemacht. Wir haben echt viele Stunden auch investiert, bis dann dieses extrem Pay-to-Win war, weil ich glaube, die haben echt Geld gebraucht und haben alles auf Pay-to-Win gemacht. Es waren dann immer weniger Spieler und dann haben wir gegen Bots gespielt online und die waren auch sehr stark. Und dann auch die Spieler, die wir getroffen haben, die waren so OP, weil auch die Waffen balanced so heftig, weil die hatten extrem gute Waffen, extrem gute Modifikationen und wir waren da mit den Gratis-Waffen unterwegs, die Standard-Waffen und die haben einfach null Damage gemacht. Jetzt geht's, also ich muss sagen, es hat sich relativ normal angefühlt. Ja, muss man sagen, es ist, glaube ich, echt besser geworden. Ich glaube, die haben da echt einiges wieder getan. Ja, ich glaube auch. Und es gibt also generell alle Waffen ein bisschen besser gemacht, also nicht mehr so realistisch. Ja. Ja, weil genau. Früher haben die Waffen sich ja rumgezogen, das war ja nicht. Ja, aber das war dann zum Beispiel die Schotze, die war ja mega OP, weil da hast du aus keinen Kilometern jemanden getroffen, der war One-Hit tot und das war übel. Sniper ist immer noch sehr stark, gibt's sehr selten. Oh ja. Team, oh, warte, ich wollte kein Team, genau, Team-Mission gibt's, das sind dann Koop. So, jetzt kann ich das gar nicht mehr zurück machen. Hey, wie mache ich das jetzt zurück? Lol, okay. Es gibt Koop-Missionen. Kann ich das irgendwie abbrechen? Ich kann, wenn ich jetzt Koop-Mission angeklickt habe, kann ich das gar nicht mehr abbrechen. Sehr gut.
Okay. Also ich könnte jetzt nicht den Spielmodus wechseln. Naja. Koop-Missionen, dann haben sie noch ein paar neue PvP-Spieloptionen wie Suchen und Zerstören. Das haben wir vorhin einmal eine Runde gespielt, das war echt cool, hat mir gefallen eigentlich. Ja. Ansonsten, weil nicht viele an der Waffenbalance haben es wahrscheinlich gearbeitet. Neue Waffen und was weiß ich, haben sie alles eingefügt und man merkt, dass es ziemlich pay to win ist. Aber es macht Spaß, wenn du dich drauf nicht versteifst, dann macht schon Spaß. Also, mal schauen, wie sie. Ich werde das noch ein bisschen ausprobieren, schauen und dann werde ich erst meine Hauptmeinung dazu legen, weil wenn ich jetzt wegen 2-3 Runden sage, es ist wieder gut, kann auch Zufall sein, dass die Runden mal gut waren. Ja, damit bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, könnt ihr einen Kommentar schreiben, kann ich öfter Servarium aufnehmen, falls es wieder weiter spielt. Man könnte es auch mal streamen. Oder streamen, ja. Aber es wird kein regelmäßiges Let's Play, weil dafür spielen wir es wahrscheinlich zu selten, auch ja, wenn es uns gefallen wird jetzt. Ja, glaube ich auch. Weil wir haben noch so viele andere Spiele. Oh ja. Naja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge oder zum nächsten Let's Play oder einfach zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Stream. Ciao.